Hey Leute und willkommen. Wir sind hier im NKR-Laberlager namens Hope, wo leider alles außer Hoffnung verfügbar ist und Hoffnung auch nicht. Und jetzt habe ich hier gerade in der Nähe Gegner erspäht und dachte mir, wenn das mal nicht ein paar Legionäre sind. Oh, Gefahr, es sind nur Blähfliegen. Vielleicht sind es aber Legionärsblähfliegen, das wissen wir nicht. Okay, Boon macht das. Boon macht das ganz gut. Wusstet ihr, dass ihr Blähfliegen auf dem Friedhof habt, liebe NCR-Soldaten? Wahrscheinlich nicht. Mal schauen, ob wir das ändern können. Warte mal, wo habe ich denn 29% auf die Flügel? Ich frage mich, wie das geht. So schnell, wie die mit den Flügeln flattert. Kein Treffer, wie schade. Boon, mach was! Kommt immer näher! Danke, Boon. Boon, du bist so gut. Wehe, du stirbst. Wehe, du stirbst uns hier weg. Boon, du darfst nicht sterben. Du kannst nicht sterben, Boon. Ich erlaube es dir nicht zu sterben. Okay? Schauen wir uns noch in dem Lager ein bisschen um. Wahrscheinlich brauchen hier noch mehr Leute Hilfe. Außerdem müssen wir vielleicht den Fall der verschwundenen Medikamente hier noch lösen. Könnte sein, dass wir dann vielleicht ein bisschen medizinische Vorräte nämlich als Belohnung kriegen. Und das wäre nicht schlecht für unsere derzeitige Situation, denn wir haben wirklich keine medizinischen Vorräte mehr. Boon hat leider alle weggemampft. Und ich weiß nicht mal genau, warum. Hallo! Kommandozentrale nehme ich an. Hey, Sie sind kein Soldat. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Ich hätte was zu erledigen und niemand im Lager hat Zeit oder Lust, mir zu helfen. Immer dabei. Wie kann ich helfen? Ich habe den Traumjob, Bestände, Abschussquoten, Missionserfolgsquoten, Strahlungstodesfälle und andere wirklich faszinierende Zahlen zu tabellieren. Ich bin auf zahlreiche Inkonsistenzen zwischen unseren Zahlen und unseren Berichten gestoßen, besonders was das Abfangen von Feinden anbelangt. Vielleicht sind unsere Funksicherheitscodes nicht mehr sicher. Jemand muss die neuen Sicherheitscodes zu den Ranger-Stationen bringen. Okay. Wo muss ich hin? Dieses Holoband enthält die aktualisierten Sicherheitscodes für die Ranger-Stationen. Zeigen Sie es den Kommunikationsoffizieren dort. Sobald die neuen Codes verwendet werden, hört jeder, der die alten Codes verwendet, nur noch Rauschen auf unseren Frequenzen. Cool. Was machen Sie hier sonst so den ganzen Tag? Ich nehme die Meldungen für Camp Forlorn Hope entgegen und fasse Berichte von den Rangern bei Camp Golf und den hohen Tieren bei McCarran zusammen. Inoffiziell bin ich auch für die Funksicherheit zuständig. Irgendwie nimmt das niemand sonst ernst wie ich. Ciao. Wiedersehen. Na gut, noch eine Quest. Sehr gut. Wer bist du? Guten Abend. Major Polatli. Du hast einen coolen Schnauzer. Ich mag dich jetzt schon. Wir sind hier ein bisschen zu beschäftigt für Höflichkeitsbesuche. Wenn Sie mir also nicht helfen wollen, sollten Sie mir aus dem Weg gehen. Wenn ich dir damit helfen kann, dir aus dem Weg zu gehen, dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich habe die Legion bei Nelson im Nacken und nicht genug Männer und Vorräte, um dieses Lager so weit zu kriegen, dass wir zurückschlagen können. Ich brauche jemanden, der mit ein paar Offizieren redet und ihnen mit einigen Problemen hier hilft. Wenn ich dieses Lager hier wieder in Form bekomme, kann ich mich darauf konzentrieren, Nelson zurückzuerobern. Und je mehr hier erledigt wird, desto mehr Ressourcen kann ich in den Angriff auf Nelson stecken. Okay, ich glaube, ich bin dabei. Gut, dann vergeuden wir keine Zeit. Unsere größten Probleme derzeit sind Vorräte und Personal. Und die Legion kostet uns beides. Quartiermeister Mace beschwert sich ständig darüber, dass wir zu wenig Vorräte haben. Aber leider ist so schnell nicht mit Nachschub zu rechnen. Reden Sie mit ihm und finden Sie heraus, ob Sie ihm helfen können. Okay. Schon wieder zurück? Nee. Was brauchen Sie? Ich wollte eigentlich noch ein paar Fragen fragen. Ich kann ein paar Sekunden erübrigen. Fassen Sie sich kurz. Ciao. Passen Sie. Ciao. Na gut. Gut. Ich glaube, wir haben unsere Aufgabe, oder? Wer bist du noch? Nein, auch niemand. Wisst ihr was? Ich glaube, wir helfen dem Lager hier. Die tun mir leid und das Spiel vermittelt mir hier wirklich so das Gefühl von Zeitdruck und es ist echt gerade echt schlimm. Deswegen will ich hier helfen. Ich helfe. Mit Quartiermeister Mayes sprechen. Das Lager bringen wir hier wieder auf Vordermann. Wenn wir hier fertig sind, wird das Lager der RNK, der neuen kalifornischen Republik,
der Neukalifornischen Republik. Der Republik Neukalifornien, wie auch immer. Ich nehme mir ein bisschen Munition für die Aufgabe. Wenn ich euch schon helfe, dann müsst ihr mich auch mit ein bisschen Munition ausstatten. Das ist ja wohl das Mindeste, oder? Das ist doch wohl... Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ah. Wenn sie Vorräte suchen, können wir das abkürzen. Es gibt keine. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie deswegen nicht hier sind. Was wollen sie? Ehrlich gesagt habe ich gerade eure letzten Vorräte geklaut. Aber wissen Sie was über Dr. Richards fehlende medizinische Vorräte? Die wurden nämlich auch geklaut. Und diesmal war es nicht ich. Nein, sag mir nichts. Ich habe meine eigenen Probleme. Okay, dann erzähl mir von deinem Problem. Was ist los? Was ist denn los mit dir? Was hast du denn? Ich mache diesen Mist schon viel zu lange und habe mehr Schlachten erlebt, als ich zählen kann. Und dennoch. Und ich kann bis 4 zählen. Das muss eine der schlimmsten Situationen sein, die ich je erlebt habe. Ich kann nicht viel tun, außer meinen Job zu erledigen. Cool. Major Polatli hat mich hierher geschickt. Ich soll dir irgendwie helfen oder so. Sie erledigen also Botengänge für den Major. Naja, uns fehlen hier außer Vorräten auch Leute. Also nehmen wir jede Hilfe an, die wir kriegen können. Cool. Dann würde ich mal sagen, ich helfe. Wie? Du mir sagen. Der Major erlaubte, dass ich Soldaten Vorräte holen schickte. Aber sie kehrten leider nie zurück. Da gab es unterwegs wohl Ärger. Sie können helfen, indem sie die Soldaten finden und sie dabei unterstützen, die Vorräte hierher zu bringen. Betrachte das als erledigt. Aber, wo soll ich anfangen? Ich habe sie zu Helios One geschickt, um zu fragen, ob sie Vorräte für uns haben. Sie müssen irgendwo zwischen dort und hier sein. Ich würde die Hauptstraße absuchen oder die Leute bei Helios One fragen, ob sie etwas wissen. Ah, okay. Das kann ich machen. Ich habe noch eine andere Frage. Aber schnell, ich kann hier nicht den ganzen Tag herumstehen und mich unterhalten. Warum? Du hast doch eh keine Vorräte mehr. Dann bist du ja quasi arbeitslos. Ciao. Die Musik geht gerade voll ab hier. Hört ihr das im Hintergrund? Die ist voll am rumzucken und ploppen. Und da ist was kaputt. Da ist was kaputt. Ist immer das Problem. Uralte Spiele auf urmodernen Rechnern. Das ist meistens keine gute Kombination. Die Kantine. Waren wir da schon? Die Kantine der Hoffnung. Hallo, meine hoffnungsvollen Soldaten. Hey. Gebt die Hoffnung niemals auf, denn sonst wird sie euch aufgeben. Boon, ich will, dass du lebst. Verstehst du? Leben. Ah, Boon, wenn du mir stirbst hier, dann werde ich echt traurig. Oh, was war denn das? Wahrscheinlich nur irgendeine Tür oder so. Also, was haben wir jetzt hier alles zu tun? Wunder der Medizin in Camp bla bla bla, verschwundene Medizin. Ich muss mal kurz gucken, haben wir da Missionsziele? Ja, da haben wir tatsächlich ein Missionsziel. Solange uns dieses Missionsziel nicht wieder zurück zum Doktor führt, gehen wir dem mal nach und befragen mal die angezeigten Personen. Was wird mir denn hier, was zeigt... Das rote Barett steht Ihnen, Soldat. Ich habe kein rotes Barett, glaube ich, oder? Ah doch, kann schon sein. Mir wird hier irgendwas angezeigt. Eine leere Truhe? Nö. Was wird mir denn dann hier angezeigt? Der Missionszeiger will, dass ich hier hingehe. Wegen dir vielleicht? Ziehen Sie lieber weiter. Hier gibt es nichts für Sie. Oder zeigt mir das Missionsziel einfach nur die Basis hier quasi. Hier sollst du dich umschauen. Vielleicht schon. Das kann sein. Na gut, dann schauen wir uns einfach, dann reden wir ein bisschen mit Leuten. Oder schauen auch mal vielleicht. Ich darf anscheinend hier in die Kisten schauen. Wenn wir irgendwo eine Truhe finden, die nicht leer ist, dann schaue ich da mal rein. Vielleicht finden wir da medizinische Vorräte. Und dann haben wir quasi schon einen Verdacht. Dann haben wir die gestohlenen Sachen zumindest gefunden und wissen, dass sie irgendein Soldat hatte. Wenn ich eine Schaufel hätte, würde ich vielleicht auch mal im Friedhof ein bisschen umgraben. Aber ich weiß immer nicht, ob das so beliebt ist bei den Leuten, ehrlich gesagt. Keine medizinischen Vorräte. Ich könnte den Major noch fragen, ob der was weiß. Oder irgendjemand anders.
zum Beispiel. Na, ich frag mal, Major. Schon wieder zurück? Nein. Was brauchen Sie? Was? Ich brauch so viel, aber das habt ihr alles nicht. Ciao. Passen Sie. Tschüss. Der hat nichts für mich. Und Sie, mit ihr haben wir eh schon geredet, nachdem wir die Quest angenommen haben von dem anderen Kerl. Deswegen kann es an dem auch nicht liegen. Ja, dann weiß ich es jetzt nicht. Mit wem muss ich denn reden? Mit dir auch nicht. Keiner weiß was über verschwundene Medizinsachen. Aber der Questmarker ist auf jeden Fall hier im Lager. Ich verstehe das nicht. Ja. Du stehst hier so verdächtig einfach irgendwo rum. Was tust du hier draußen? Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Aha. Warum sind denn die ganzen Antwortmöglichkeiten ausgegraut? Ich habe doch noch nie mit dir geredet, oder? Wo liegt das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Aha. Ich bin mir nicht sicher, ob du am richtigen Ort bist, ehrlich gesagt. Ich habe andere Fragen. Ciao. Sir? Komisch, oder? Der redet hier von Gefangenen der Vollzugsanstalt und dabei ist doch hier eigentlich Legion-Party-Zeit. Sie sind immer noch da? Ja. Ich bin überrascht, dass Sie inzwischen weder tot noch verschwunden sind. Was wollen Sie? Vielleicht bin ich tot. Wissen Sie was über die fehlenden Vorräte von Dr. Richards? Fehlende medizinische Vorräte? Nein, darüber weiß ich nicht. Aha, ich habe nie gesagt, dass es medizinische Vorräte sind. Sie sehen etwas krank aus. Gehen Sie lieber mal zu Dr. Richards. Nein, nein, das ist nicht nötig. Mir geht es gut. Ich bin einfach nur etwas gestresst. Aha, ich glaube, ich weiß, wer es war. Auf Wiedersehen. Ja, was auch immer. Private Stone ist unser Dieb, aber wie kann ich es beweisen? Hier hat er nichts. Er hat eine leere Hydra-Spritze. Das muss nichts bedeuten. Wenn ich bessere medizinische Kenntnisse hätte, könnte ich ihn dazu bringen, dass er zum Arzt geht. Aber da bräuchte ich 25 mehr. Ich weiß gar nicht, habe ich ein Medizin, das uns da helfen kann? Und wenn ich ein Magazin habe, das uns da hilft, hilft es genug. AP-Schaden, waffenlos und Sprengstoff... Intelligenz plus 2 bringen Mantets. Das Problem ist nur, wir haben sowieso, wenn mich nicht alles täuscht, maximale Intelligenz. Ne, 1 könnten wir rausholen. Das wird unseren Medizinskill leicht erhöhen, aber halt wirklich nur leicht. Also, das bringt nur was, wenn wir anderweitig extrem stark jetzt hier unseren medizinischen Kenntnisrahmen erweitern könnten. Wissenschaft 10. Nein, Wissenschaft brauchen wir nicht. Medizin plus 10. Plus 10 ist aber zu wenig. Und zwar sehr zu wenig. Nein, nein, das geht nicht. Ich kann ja nochmal mit Dr. Richards reden. Vielleicht kann ich ihm sagen, dass sich Private Stone irgendwie ein bisschen verdächtig verhält. Vielleicht geht ja das. Guten Abend. Oh. Ich habe eine Menge zu tun. Also ich wollte mit Ihnen über die verschwundenen Vorräte sprechen. Haben Sie herausgefunden, was mit den Vorräten passiert ist? Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jetzt... Na gut, ich kann Ihnen nicht sagen, dass Stone die hat. Aber ich glaube, Stone hat die. Ich bin mir so sicher. Ich bin mir so sicher, dass Stone die hat. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich bräuchte bessere medizinische Kenntnisse und die habe ich nicht. Vielleicht beim nächsten Level ab, wenn ich dran denke. Aber jetzt... Oh, was haben wir denn hier? Lagerschuppen, schwer verschlossen. Und ich darf auch nicht rein. Oh, ich bin erkannt. Wer sieht mich denn? Sieht mich doch gar keiner. Wenn ich mich hier so ein bisschen hinter der Tonne verstecke. Ich komme nicht an die Tür. Komm, Tonne. Nein! Ah, oh, mein Schutzschild ist gefallen. Ah, ich brauche sowieso Dietrich 100. Verdammt nochmal. Vielleicht wären da die Vorräte drin. Also die gestohlenen. Warum sollte jemand Vorräte stehlen und die dann in den offiziellen Lagerraum räumen? Macht irgendwie doch keinen Sinn. Ich habe es mir anders überlegt. Vielleicht... War das eine blöde Idee von mir. Vielleicht machen wir einfach die Mission jetzt gerade nicht. Vielleicht machen wir jetzt einfach erstmal was anderes.
Zum Beispiel, es gibt ja hier noch andere Sachen zu tun. Return to Sender. Wo sind denn die ganzen Ranger-Stationen? Oh mein Gott, die sind ja übers ganze Mojave-Wüstenödland hier verteilt. Und ich war jetzt bei einem davon. Nee, das mache ich jetzt aber auch nicht. Riesenrundreise. Dann suche ich lieber nach dem verschwundenen Soldaten. Hier bei Helios One. Da können wir uns sogar schnell hin teleportieren und dann reden wir mal kurz mit der netten Dame, die da davor rumsteht. Wir hätten sowieso in Helios One auch was zu tun. Schauen wir doch mal. Boon, du hast die Reise überlebt. Ah, und ist sogar wieder fast geheilt. Na, da bin ich froh. Na also. Hallo. Was gibt's? Folgendes. Ich suche nach einem Trupp von Camp Forlorn Hope. War der hier? Sie waren vor einer Weile hier. Hab ihnen gegeben, was ich konnte. Nicht viel. Aber so schlecht es uns hier auch geht, denen geht's schlechter. Ich habe Soldaten gesehen, die dorthin versetzt wurden. Das ist, als gäbe man ihnen ihr Todesurteil. So etwas wünsche ich niemandem. Wir haben einen GPS-Marker in die Versorgungskiste gelegt, falls Sie sie suchen wollen. Ihr Pip-Boy kann das Signal finden. Viel Glück. Cool, danke. Das ist so ziemlich genau, was wir brauchen. Bis später. Okay, GPS-Marker, wo führt uns der hin? Ah ja, hier, auf halbem Weg, die waren schon fast im Lager. Verdammt nochmal, die wurden überfallen. Die wurden von Legionären, oder? Ja, die haben die Legionäre erwischt. Aber wir können vielleicht wenigstens die Vorräte bergen und zurückbringen. Das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao.